Ja, Metal, Leute. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Erstmal nochmal ein fettes Dank an die Leute, die immer noch unter den in den Kommentaren reinschreiben. Herzlich willkommen zu 1000 Abonnenten, wirklich. Das freut mich immer sehr, wenn ich das lese. Auch wenn ich es nur in einem Video erwähnt habe, ist es schon das dritte Video in Folge. Also vielen Dank dafür. Heute schauen wir uns ein bisschen Drachenlord-Stream an. Auf dem Fort Blue-Kanal. Das ist jemand relativ Neues oder so. Auf jeden Fall kannte ich ihn vorher nicht, der Stream-Zusammenfassung macht. Und da schneiden wir uns nochmal so ein paar Schmenkerl heraus, wie man in Bayern sagen würde. Sagt man das in Bayern? Ich hoffe schon. Ja, lasst gerne einen Kommentar da, was ihr davon denkt. Erst Link in der Beschreibung, wie immer, der neue TC-Kanal ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Würde mich freuen, wenn Leute, die sich dafür interessieren, da mal vorbeischnuppern. Und ja, dann würde ich sagen, Step. So, das erste Schmankele haben wir direkt am Anfang. Ich meine, würdet ihr sagen, dass Rainer gerne Matches macht? Ich meine, er bringt Geld, er muss dafür nichts machen. Ich würde sagen, ja. Schauen wir uns einfach mal an, was Rainer dazu zu sagen hat. Also, wir müssen mir die Matches auch immer erinnern, weil ich vergesse die immer, ehrlich gesagt. Weil ich. Momentan bin ich nicht so Fan von Matches, ehrlich gesagt. Wir machen den Song noch und danach machen wir ein Match. Das ist doch safe gelogen, oder? Ich glaube, Rainer ist, glaube ich, noch nie für irgendwas so dankbar gewesen als diese Battles. Und ich meine, klar, er kriegt auch so diese bezahlbaren Emoji-Dinger, aber während des Battles ist er nochmal wahrscheinlich viel, viel intensiver und er muss da viel, viel, viel weniger machen. Mir persönlich ist es egal, Burger King und McDonald's ist beides jetzt mein Fall. Ich bin nicht so der Burger-Mensch. Ich schaue immer nur die ersten paar Sekunden und dann sage ich, okay, komm, mach ich aber Aufnahmen und schau, was passiert. Also, das kannte ich nicht. Ist nicht der Burger-Mensch. Ich glaube, über die Jahre wurde es so oft wieder aufgegriffen, sich so oft darüber lustig gemacht, wie Rainer sagt, dass er etwas nicht mag, meistens Essen, meistens ungesundes Essen. Aber man dann so 10, 20 Aufnahmen gefühlt hat, die quasi das komplette Gegenteil beweisen. Schauen wir mal ein bisschen rein. Nur komische Fragen hier. Ja, deswegen ignoriere ich auch viel gerade. Ich muss mal Chrissy und Daniel entfolgen. Stimmt, ne? Die haben sich ja offiziell gegen ihn ausgesprochen. Hat ihn bestimmt auch getroffen, seine guten alten Matchpartner. Ich weiß nicht, ob er sich an sie erinnert. Die hat immer nebenbei gekocht. Und immer zehnmal erzählt, dass ihr Mann gleich von der Arbeit kommt. Und dass sie ja noch kochen muss. Ja, so schnell sind wieder Rainers soziale Interaktionen, auch wenn sie noch so klein sind, wieder weg. Eine honorable Mention, sage ich einfach mal. Rainer hat ja am Anfang gesagt, ja, er mag Matches nicht, bla bla bla. Aber seine Taktik war jetzt, so um irgendwie Matchpartner zu finden, weiß auch nicht, warum das ein Problem ist. Er sucht immer zehnmal, ja, zehnmal versucht er ein Match zu starten. Und wenn es nicht klappt, hören die ein, zwei Songs und dann versucht es nochmal zehnmal. Da sieht man einfach mal, wie sehr Rainer diese Matches hasst. Er hasst sie wirklich auf Grund und Boden. Dass er es nur alle 10 Minuten oder so nur 10 Mal versucht. Das ist halt wirklich. Ich habe noch nie wirklich so blanken Hass auf eine Funktion im Internet gesehen. Aber sei es drum. Rainer hat gerade mit einem Typen gesprochen, mit dem er gematcht hat, der wohl jetzt angefeindet wird, weil er mit ihm gematcht hat. Weiß auch nicht, warum man auf ihn drauf geht, weil es ist random, mit wem er matcht und ja, egal. Ich glaube, diesen Leuten, die so viele Leute draufgehen, da braucht man nicht mit Vernunft ankommen, aber ist ja auch egal. Darum geht es jetzt gerade gar nicht. Jetzt ist Rainer wieder in seinem Monolog gefangen. Sieht auf jeden Fall so aus, dass er ja eigentlich mit voll großen Leuten was machen könnte, aber selbst die haben Angst. So, es ist natürlich nicht, weil Rainer unsympathisch ist und sehr in der Kritik steht. Es ist natürlich nur, und ich wiederhole, nur wegen den Hatern. Klar ist das so, auch ein bisschen deswegen. Weil selbst wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwer aus den Top 100 der YouTube-Charts, was weiß ich, ne, die wirklich Millionen von Anhängern haben, wo es gar nicht auffallen würde, wenn 40.000 Leute da irgendwie Radau machen. Das ist schon ein bisschen abschreckend so, das kann ich mir gut vorstellen, aber nicht so abschreckend, dass keiner was mit ihm machen würde. Finde ich.
Seh dir mal, was für kranke Menschen die Hater sind. Ja? Dass die gehen auf jemanden los, der sogar Reichweite und Einfluss hat, der vielleicht sogar Möglichkeiten hätte, sich zu schützen. Und selbst dem machen die Angst. Seh dir mal, was für kranke Gestalten die Hater sind. Was für Straftäter das sind. Die bedrohen jemanden komplett Fremden, der mit mir gar nichts zu tun hat, nur weil er mit mir gematcht hat. Ja? Er hat es selber auch gerade gesagt. Karma schlägt zurück. Ja. Ganz ehrlich, Karma, Leute, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube. Und das hasse ich so sehr an Rainer, ne? Es wird etwas Absolutes in den Chat geschrieben, ne? Darauf kann man jetzt keine Steigerung mehr machen. So jemand sagt, jo, Rainer, gar kein Ding. Karma wird regeln. Das hat nichts mit Rainer selbst zu tun, aber Rainer muss jetzt, weil er sich wieder so besonders fühlen möchte, irgendeinen Take bringen, den man da nicht bringen würde. Er wird jetzt irgendwas sagen wie, ja, aber ich glaube gar nicht in Karma oder was weiß ich. Irgendwas, um also, würde ich sagen, das letzte Wort zu haben, sage ich mal. Ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran, weil was müsste mir Positives passieren, dass das Karma gerechtfertigt wird? Aber ich gehe mal. Wie bitte? Drachenlord denkt, das Karma schuldet ihm etwas. Im positiven Sinne. Ach du Scheiße, das gerade ja komplett. Davon aus, wenn du so reagierst, dann vermute ich, weißt du schon auch, wer ich bin. Ich weiß, wer du bist, aber. Also immer wenn eine Frau dabei ist, ne? Wie gesagt, da kommt sofort der 14-Jährige raus, der mit irgendwas flexen muss, damit sie beeindruckt ist. Der Mann ist Mitte 30, Jungs und Mädels. Mitte fucking 30 und wird nervös, wenn eine Frau in den Chat kommt. Er wird nervös und muss prahlen. Schaut euch allein sein Gesicht an, du kennst mich ja, ne? Du kennst mich doch, ne? Wie gesagt, ich mache mir trotzdem mein eigenes Bild. Nee, alles okay. Dann soll ich dich vorher warnen nochmal extra? Was soll ich dich warnen, weil ich bin ja so gefährlich. Boah. Vor was? Vor den Hatern. Aua. Das war laut. Aua, aua. Keine Sorge, damit kann ich umgehen. Naja, umgehen damit ist immer eine Sache. Ich hatte jetzt gerade auch mit einem Streamer zu tun, mit dem war ich gestern live, der hatte. Ja gut, wenn ein Streamer so interessant ist, dann sehen wir uns gleich. Anna, mit dir muss ich sowieso mal reden. Einfach nur aus Interesse her. Ich habe da ein paar Fragen. Egal. Also pass mal auf. Ja, wirklich coole Sachen kamen jetzt nicht mehr. Er hat noch mit jemandem gematcht, der wieder den üblichen starken Typen raushängen lassen hat. Mit, ja, die Hater sollen ruhig kommen, alles nur Fake-Profil, bla bla bla. Ich glaube, er wird sehr, sehr schnell merken, dass das nicht die beste Idee war. Und ja, dann kam noch der typische Rainer-Monolog über Hater. Und ja, würde ich sagen, wir belassen es dabei. Haben uns ja ein paar schöne Stellen rausgenommen. Dann schaut auf jeden Fall bei FatBlue vorbei. Der scheint die Dinger zu spammen, also da kann man sich viel reiner Lebenszeit sparen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!